George, willkommen zu einem neuen Video. Erstmal an jeden, der noch nicht abonniert hat. Es sind jetzt, glaube ich, 93.000 Abonnenten ungefähr. Also fast 100.000. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr abonnieren würdet, um nicht mehr zu verpassen. Also hier erstmal der neue Shop. Es sind zwei neue Skins drin. Einmal Einsicht. Was? Was? Hä? Also ja, auf jeden Fall, der Skin ist der weibliche und hier der männliche Weitschuss. Ja, keine Ahnung, gefällt mir jetzt nicht wirklich. Ich habe heute mal wieder die zufällige Spitzhacken-Challenge gemacht. Also ich habe jetzt Spitzhacken auf Zufall gestellt. Und ja, die Challenge funktioniert so, wenn ich jetzt eine grüne Spitzhacke zum Beispiel ziehe, dann darf ich die ganze Runde nur mit grünen Waffen spielen. Ich habe ja die Challenge schon mal gemacht, da habe ich ja die Standard-Spitzhacke gezogen und dann durfte ich nur graue Waffen spielen. Okay, los geht's. Blau? Okay, also nur blaue Waffen darf ich benutzen. So, ich gehe jetzt einfach hier direkt Pleasant Park. Komm, bitte was Blaues, nein. Ja. Schilde, also Heilsachen kann ich ja in allen Farben mitnehmen, nur keine Waffen. Ach ja. Da hat er getanzt. So, komm, bleib stehen. Ja. Der hat halt eine Pump und alles. Leider war die Pump nur grün. Also, ich habe nur diese Waffen hier und auch nichts zu heilen. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen mehr zu bauen. Alter, was er sich direkt da baut. Nur weil ich einmal auf ihn geschossen habe. Ah, einen Rift darf ich schon mitnehmen, oder? Das ist ja keine Waffe. So. Fallen muss ich auf jeden Fall weglegen. Oh mein Gott, ich habe mich so erschrocken. Und wieder blau. Okay. Okay. Tschüss. Aber es hat noch jemand von irgendwo anders geschossen. Was? So, nächste Runde und grün. Okay, das ist auf jeden Fall gut.
Der ist nicht schlecht. Nein. Also nur mit grünen Waffen gewonnen, mit der grünen Spitzhacke. Ich hoffe, euch hat die Challenge gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.